Genau, wir kommen zur Katja. Katja wandelt den Verkehr, hat sie geschrieben von sich. Es ist ein allgemeiner Irrtum zu glauben, der ist immer sehr verbreitet in Deutschland, dass wenn wir morgen alle elektrisch fahren und wenn also Papi nicht mehr tanken fahren muss, sondern selber aufladen kann, dann ist alles wieder Dulieu und dann sind wir wieder im grünen Bereich und da können wir so weitermachen wie jetzt. Und dem ist nicht so. Und wieso dem nicht so ist und woran das liegt, das wird uns jetzt Katja erklären. Bitte, Katja, deine Bühne. Ich glaube, es ist sehr geschickt, dass jemand aus Österreich die Introduction für mich macht, sozusagen. Schönen Dank. Ich berate unter anderem nämlich auch die österreichische Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Und die macht ein bisschen vor, was ich so mir erträume für Deutschland. Und natürlich ist es Quatsch, dass wir fast 50 Millionen private Pkw haben, die einfach nur die Antriebe auswechseln. Ich habe hier eine kleine Präsentation vorbereitet. Wir haben im Vorhinein so ein bisschen besprochen, dass ich ein bisschen Input gebe, dann aber auch gerne mit euch in den Austausch gehen möchte, weil ich bin Lernende. Ich selber habe viele blinde Flecken, was Mobilität angeht, und ich lerne täglich gerne dazu. Ich hatte in den letzten 24 Stunden auch etwas Anstrengung aufgrund der Dinge, die bei Twitter drüben passiert sind. Deswegen bin ich sehr froh, heute hier zu sein und so ein bisschen im Safe Space, so hoffe ich doch. Was ihr hier gerade seht bei der Präsentation, ist eigentlich so die Ausgangslage. Und was halt entsetzlich ist, ist, dass der Verkehrssektor in Sachen Klimakrise seit den 90er Jahren nichts verändert hat. Dabei sind wir in Deutschland immer so stolz auf unsere Ingenieursleistung. Und ich glaube, das ist mal eine Sache, wo man auch genauer hingucken sollte. Bringt da überhaupt die Antriebswende was? Ja klar, im Sinne von lokaler Emissionsfreiheit bestimmt. Aber der Druck ist auch sehr hoch. Ihr seht es an den Zahlen, Landwirtschaft, Industrie, Haushalte, alle haben was daran gemacht, ihren Beitrag zu den Pariser Klimazielen zum Beispiel auch hinzuzufügen. In Sachen Verkehr, Gruß an die CSU, sind wir nicht wirklich weit gekommen. Und das ist etwas, wo ich immer wieder draufschauen möchte, dass ich mit meiner Autokorrektur, das ist so ein bisschen der Hashtag, den ich etabliert habe, aber auch der Titel von meinem Buch, was im Februar erscheint, dass Autokorrektur nicht heißt, dass ich Autos per se doof finde, sondern einfach ein bisschen hinschauen möchte, was ist eigentlich Mobilität, was steckt hinter Mobilität. Und wenn wir dann sehen, dass tatsächlich sogar mehr Menschen ein Fahrrad besitzen als ein Auto, dann finde ich das total spannend, weil das heißt ja, dass viele Fahrräder vielleicht im Keller schmoren und nicht benutzt werden. Und das liegt sicherlich nicht daran, dass die Leute nicht Fahrrad fahren wollen, sondern sich vielleicht nicht sicher fühlen, sowohl in der Stadt als auch im Land. Und was gerade der nette Mensch aus Österreich gesagt hat, stimmt natürlich. Es bringt nichts, um die Antriebe auszutauschen. Ich finde die linke Grafik sehr cool, weil sie so ein bisschen in Bezug stellt, was ist eigentlich lokale Emissionsfreiheit, was ist Platzbedarf. Und wenn wir da so ein bisschen schauen, natürlich gewinnen die geteilten Verkehrsmittel. Und ihr würdet es wahrscheinlich nicht glauben, aber in Deutschland sind maximal, das hat die Studie Mobilität in Deutschland ergeben, nur 10% aller Pkw gleichzeitig unterwegs. Es fühlt sich, glaube ich, manchmal an wie 90%. Aber es ist wirklich so, dass die meiste Zeit, das zeigt ja die rechte Grafik, der Pkw ja eher geparkt ist, irgendwo rumsteht. Manche Pkws werden halt wirklich auch in der Woche gar nicht bewegt, sondern eher am Wochenende für Freizeitverkehre benutzt. Und ich glaube, da müssen wir mal hinschauen, warum ist das so? Ich habe lange Zeit eine gewisse ja, nicht Wut, aber irgendwie, da ich selber kein eigenes Auto besitze, ich habe einen Führerschein, nutze Carsharing, maximaler Mietwagen, habe mich irgendwann gefragt, warum stehen die eigentlich hier alle rum? Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr euch durch den ländlichen Raum oder die Stadt begebt, ob ihr die Autos, die dort rumstehen, so als eine Art Mobiliar betrachtet, was immer schon da war, oder ob ihr mittlerweile auch, so wie ich, ein bisschen gestresst seid, weil die überall sind. Und ich glaube, wenn wir mal ein bisschen draufschauen, dann seht ihr das schon relativ deutlich. Geteilte Verkehrsmittel sind natürlich im Vorteil im Vergleich auch von Pkw und Bus zum Beispiel, aber auch wie wenig Platz natürlich eine Fußgängerin benötigt. Und das ist auch gleichzeitig die am meisten vernachlässigste Gruppe meiner Meinung nach. Obwohl wir ja eigentlich so auf die Welt kommen. Das Riesending ist es, als neugeborener Mensch allmählich zu lernen, dass man sich selbst fortbewegt und nicht immer nur getragen wird. Und diese Fähigkeit zu laufen ist auch für die Eltern immer ein ganz großer Moment, um dann aber relativ schnell das Ganze wieder zu entlernen, weil es draußen halt so gefährlich ist. Es gibt Kinder,
die während der Woche nur von geschlossenen Raum zu geschlossenen Raum gebracht werden, weil die Angst der Eltern so groß ist. Also ich mache mich auch nicht über die SUV-Eltern, wie sie immer genannt werden, lustig, sondern ich gucke eher was macht sie so ängstlich. Und meistens übertragen die Eltern sogar die Ängste auf ihre Kinder. Es gibt immer weniger Kinder, die schwimmen können oder Fahrrad fahren. How it all began. Für mein Buch habe ich mal in die Annalen der Geschichte geschaut und habe geguckt, was ist eigentlich das feministische Verkehrsmittel, was billig ist, wenig Platz verbraucht, sogar selbst repariert werden kann und damit sehr unabhängig macht. Natürlich das Fahrrad. Und das sind hier Bilder, die mich echt so ein bisschen grinsen lassen, immer wieder aufs Neue, weil bevor das Auto kam, war das Fahrrad etwas, was Frauen auch Mobilität ermöglicht hat. Also nicht in dem Sinne, dass der Mann oder der Partner gefragt werden musste, wie kann ich mobil sein, sondern in dem Sinne, dass Frauen sich mobil gemacht haben. Die Suffragetten waren auch viel unterwegs. Sie haben ihre ganzen Transparente und so weiter so durch die Gegend getragen. Und es ist total interessant, dass nach den zwei Weltkriegen dieses Verkehrsmittel verdrängt wurde durch männliche Mobilität. Denn hinter den Karossen der damaligen Zeit, es fing ja, muss man leider sagen, bei den Nazis an, mit der Volksmotorisierung, auch Volkswagen kommt aus dieser Zeit. Und natürlich war es damals der erwerbstätige Mann, der das Auto gefahren hat. Nämlich, das hat mir ein IG Metaller aus Bayern erklärt, der sogenannte Stichverkehr. Also die Fahrt mit dem Auto zur Arbeit hin und zurück. Das sind Dinge, die haben wir natürlich auch begünstigt mit der sogenannten autofreien Stadt. Autogerechten, oh Gott, ich bin schon in der Zukunft. Aber die autogerechte Stadt war etwas, wo natürlich Nachkriegsdeutschland zerstört war, wo viele Dinge zerbombt waren, wo manche Dinge aber auch abgerissen worden sind, um dem Auto schnelle Durchfahrt zu ermöglichen. Ich empfehle sehr meine Gespräche, die ich in meinem Podcast auch habe, unter anderem mit Hermann Knoflacher, auch aus Österreich, mittlerweile über 80 Jahre alt, der halt sagt und vom Virus Auto spricht. Also sagt, wenn wir im Auto sitzen, denken wir wie das Auto. Wir werden wütend, weil wir keinen Parkplatz vor der eigenen Haustür bekommen. Wir werden wütend, wenn wir nicht noch über die Ampel kommen. Eigentlich sehr komisch, weil wir ja nicht das Auto sind, sondern das Auto fahren. Und das ist hier so ein bisschen, glaube ich, etwas, was viele von uns beobachten. Gerade die Ortskerne wurden autogerecht gemacht. Da gibt es riesige Parkplätze. Stuttgart ist jede Stadt. Also da wurde eine Stadtautobahn sogar gebaut, die die Stadt in zwei Teile teilt. Und das ist etwas, was bis heute nachwirkt und was natürlich unglaublich schwer auch zu bewältigen ist. Und wo wir uns auch ein bisschen daran gewöhnt haben, dass es so ist. Denn es geht nicht darum, Lebensqualität vor Ort zu schaffen, sondern es geht darum oder ging darum, Menschen eine schnelle Durchfahrt zu ermöglichen. Und damit hat man die Menschen, die dort leben, wo sowas stattfindet, depriorisiert. Und das ist etwas, da wende ich mich mit meiner Autokorrektur hin. Denn wenn wir ehrlich sind, und das wird mir auch immer wieder angeraten, ich habe gerade im Vorgespräch verraten, dass ich wieder mal im ländlichen Raum bin, obwohl mir immer gesagt wird, ich bin ja die Städterin aus Hamburg. Ich lebe aber ein Viertel meiner Lebenszeit aktuell auf dem Land, weil bei meinen Eltern da ich ein bisschen Unterstützung leiste. Und da wird mir immer wieder angeraten, wenn dir doch Hamburg so stressig ist, dann zieh doch aufs Land. Ich sehe aber hier auf dem Land, dass es auch nicht gerade viel besser geworden ist, dass die Nahversorgung nicht mehr da ist. Die Sachen, die ich hier von meinen Eltern erledige, muss ich mit dem Auto machen, weil einfach nichts in Fahrradweite ist. Und weil hier in der ganzen Kommune auch der Busverkehr zurückgedrängt wurde. Es gibt nur noch SchülerInnenverkehr. Und das ist natürlich nicht auf den ganzen Tag verteilt. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir alle auch voneinander genervt. Wenn wir auf dem Fahrrad sitzen, nerven uns die AutofahrerInnen. Wenn wir auf dem Gehsteig laufen, nerven uns die FahrradfahrerInnen. Also es gibt ein relativ groß ausgeprägtes Gegeneinander, weil einfach viel zu wenig Platz für alles ist, was wir mittlerweile haben. Das zeigt auch so ein bisschen diese E-Scooter-Debatte meiner Meinung nach. Da wurde einfach ein Verkehrsmittel in den Raum gekippt, der eh schon überlastet war. Und natürlich sorgt es für Probleme. Ländlicher Raum. Das ist immer etwas, wo mir gesagt wird, ja Katja, deine Ideen sind ja super toll, aber im ländlichen Raum passiert das nicht. Meiner Meinung nach ist ländlicher Raum keine statistische Größe, die auf EinwohnerInnenzahlen, Busbetriebssysteme oder wie auch immer fußt, sondern ländlicher Raum ist ein Gefühl, die Abwesenheit von Mobilitätsalternativen, die Abwesenheit von gutem Internet und vor allen Dingen auch die Abwesenheit von guter Nahversorgung, also in Fußläufigkeit oder Radläufigkeit erreichbare Dinge des alltäglichen Lebens besorgen zu können. Was ich für uns will, obwohl ich ja immer als die gelesen werde oder zu oft, die einfach nur Autos doof findet ihr hier so ein bisschen aufgelistet.
Ich rede gern von Community-Mobilität, weil gerade hier auch auf dem Land bei meinen Eltern seiend, merke ich immer wieder, wie sehr diese ganze Gesellschaft sich darauf verlässt, dass Enkel oder Kinder sich um die Mobilität der älteren Menschen kümmern, dass es da kein System gibt, sondern dass einfach selbstverständlich von unserer Gesellschaft davon ausgegangen wird, dass es gelöst wird. Viel über Ehrenamt und andere Dinge auch. Und ich glaube tatsächlich, dass wir zu dem zurück sollten, wo wir vor dem Auto schon mal waren. Denn das Ganze ist ja nicht wie eine Naturkatastrophe über uns hereingekommen, sondern wir haben sehr stark ans Auto geglaubt. Und nun haben wir relativ viele Probleme, nicht nur die Klimakrise, sondern wir haben auch eine Gerechtigkeitskrise meiner Meinung nach in der Mobilität. Und die treibt mich sogar mehr an als die Klimakrise, weil ich auch durch die Interviews, die ich in meinem Buch geführt habe, gemerkt habe, wie krass wir Menschen dazu zwingen, ihren Alltag mit dem Auto zu machen. Es heißt immer, wenn ich nichts anderes habe, du kannst doch Auto fahren. Es gibt über 13 Millionen Erwachsene ohne Führerschein. Es gibt 13 Millionen Menschen, die zu jung sind für einen Führerschein. Das sind schon 26 Millionen Menschen, die nicht selbstbestimmt mobil sein können dort, wo es nur Autos gibt. Und das ist etwas, was mich ein bisschen fuchtig macht und wo ich gerne gegenarbeiten würde, zumal wir eine überalternde Gesellschaft sind. Also viele Unfälle passieren ja auch gerade in der jungen Zielgruppe, die den Führerschein gerade erworben hat, aber auch in der alten Zielgruppe, weil diese keine Alternativen haben, noch in einem Alter und einem Gesundheitszustand Auto fahren, wo wir ihnen eigentlich Alternativen bieten sollten. Das ist mein Mantra. Und das muss man ein bisschen sacken lassen, glaube ich. Was heißt denn das eigentlich? Für mich heißt es, wenn du Bock hast, Auto zu fahren, wenn du Autofahren unglaublich toll findest und darin wirklich einen Faktor von Freiheit siehst, dann werde ich dich nicht verändern können, weil es ist für dich etwas, was dein Leben bereichert. Wenn du aber mit dem Auto unterwegs bist, weil du nichts anderes tun kannst, um mobil zu sein, dann sollten wir dir als Gesellschaft eine Alternative zur Verfügung stellen. Denn ich glaube tatsächlich, auch Covid und Corona und die Pandemie haben uns gezeigt, wie schnell wir Jobs verlieren können, wie schnell wir in Kurzarbeit geraten, wie schnell wir vielleicht auch zu krank sind, um ein Auto zu fahren. Und was ist dann? Während der Interviews, die ich geführt habe, haben Menschen geweint und das hat mich sehr berührt, weil ich mit meiner Frage, willst du oder musst du Auto fahren, überhaupt erstmal angeregt habe, dass sie nachgedacht haben, wie ihre Familienmobilität oder ihre individuelle Mobilität eigentlich aufgestellt ist. Und das Abhängigkeitsverhältnis, das haben sie dann erst durch die Fragen, die ich gestellt habe, gemerkt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so gewollt, dass wir halt denken, ah, immerhin, mit dem Auto kriege ich mein Leben noch gewuppt. Aber dass wir mal dahinter schauen sollten, warum ist es so, dass wir ein Auto brauchen? Wer steckt eigentlich dahinter? Und welche Rahmenbedingungen finden wir vor? Ihr habt es vielleicht ein bisschen beobachtet, die FDP, das ist ja der Herr Wissing, der jetzt Verkehrsminister ist, hat einen 10-Punkte-Plan zur Verkehrswende herausgegeben. Erster Punkt war, als wichtigstes Highlight, es wird kein Tempolimit geben. Das steht schon im Koalitionsvertrag, aber es war nochmal wichtig, ja, das zu adressieren. Und in den ganzen 10 Punkten kommt weder Bahn, Fußverkehr noch Inklusion vor. Und das ist etwas, wo ich gerne die laute Stimme sein werde, die das aber hochhält. Auch die aktuelle Diskussion mit den Fleischpreisen und Ähnlichem. Das ist so eine ähnliche Diskussion, finde ich, wie in der Mobilität. Natürlich sind arme Menschen darauf angewiesen, zum Teil ihren Alltag mit dem Auto zu machen. Aber viel schöner wäre es, das hat mir auch eine Dame erzählt, die Mutter von 4 Kindern ist, am Ende nicht entscheiden zu müssen, gehe ich nochmal das Auto tanken, um die Kinder zur Schule zu bringen oder kaufe ich gute Lebensmittel für sie? Das sind Entscheidungen, finde ich, die sich für Deutschland nicht gehören, für ein hochentwickeltes Land, auf das wir doch eigentlich stolz sein wollen. Wie erreichen wir denn jetzt das menschliche Maß? Also das ist so ein bisschen der Herr Gehl, der hier durchdringt, ein skandinavischer Architekt und Städtewander, der halt gesagt hat, wir sind weit weg vom menschlichen Maß. Insofern, als dass wir in der Stadt ja zum Beispiel 50 km/h fahren. Ich glaube, die normale Fußgängergeschwindigkeit liegt so bei 6, 8 km/h. Wir nehmen also gar nicht mehr die Räume wahr, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Viele Menschen schildern auch, wenn sie mal in Skandinavien mit dem Auto waren, zum Beispiel in Kopenhagen, dass sie das erste Mal begriffen haben, was es heißt, in einer mobilen Minderheit zu sein. Denn dort fahren die meisten Menschen ja Rad. Und ich glaube, das ist auch richtig zu sagen, dass die Menschen das in Kopenhagen zum Beispiel nicht tun, weil sie so öko sind, sondern weil diese Art von Mobilität Vorrang erhalten hat. Was auch bei der FDP fehlt, ist die Vision Zero, also anzustreben, dass Menschen im Verkehr nicht sterben. Aktuell sind das 8 Menschen am Tag. Bei dem anderen Vortrag zur Straßenverkehrsordnung und dem Hacken war es auch Thema. Von jedem Verkehrstod sind 113 Menschen betroffen, beginnend bei dem ersthelfenden
bis hin zu den Angehörigen oder FreundInnen. Und das sind Dinge, die mich doch betroffen machen, weil es so gewöhnlich ist, dass Verkehrstode auf unseren Straßen passieren. Es gibt aber, und das ist auch in Skandinavien ermöglicht worden, mittlerweile Städte wie Oslo, Helsinki, die Vision Zero ganz klar als Ziel haben. Und ich glaube, wenn das wirklich ein Ziel ist und ernst gemeint ist, dann ist es auch erreichbar. Und was heißt das? Natürlich heißt das Depriorisieren von Autoverkehr. Und das habe ich durch meine Interviews auch gelernt. Das Schlimmste ist dabei nicht unbedingt der Pendlerverkehr, Pendlerinnenverkehr, sondern die Freizeit, die wir haben. Ich habe eine Mutter kennengelernt, die täglich bis zu 120 Kilometer zurücklegt, um die Hobbys ihrer Kinder zu ermöglichen. Und ich will das gar nicht werten, aber ich glaube, wir sind hier gerade in einer Situation auch durch das Auto geraten, die uns unglaublich stresst, weil die täglichen Wege haben nicht ab- oder zugenommen, die Wegelänge haben sich verlängert. Und die Zeit, die wir eigentlich dachten zu gewinnen durch das schnellere Auto, weil es ist schneller als das Fahrrad, die verlieren wir auf diesen längeren Wegen. Und Lebensqualität ist für mich etwas, wo wir vielleicht ein bisschen entschleunigen, wo wir ein bisschen auch Lebensqualität vor Ort haben wollen und wo wir uns irgendwie mal erinnern, warum fahren wir eigentlich immer in Urlaub? Ja, weil die Stadt uns stresst. Und das ist etwas, was ich verändern möchte, auch zugunsten der Lebensqualität vor Ort für die Menschen, die dort wohnen. Und da kommt man schnell zu diesem Faktor weibliche Mobilität. Damit meine ich nicht unbedingt Frauenmobilität, weil ich hoffe, dass hier viele Herren auch unter uns sind, die Carework machen wollen. Aber es gibt halt eine Mobilität, zurückgelinkt auf diesen Herrn von der IG Metall in Bayern, die Stichmobilität des Herrn, wie er es mir erzählen wollte, und hat gesagt, Multimodalität ist doch was für Frauen. Die haben halt einen Teilzeitjob, die haben die Kinder zu versorgen und Menschen zu pflegen. Stimmt natürlich aktuell. Und aktuell müssen wir auch anerkennen, dass wir wieder einen Rückschritt gemacht haben durch die Pandemie, sind wir wieder in alte Rollenbilder gegangen. Gerade Frauen haben auch Arbeitszeiten verkürzt. Aber diese Frauen oder diese weibliche Mobilität wahrzunehmen, ist schwierig, weil sie statistisch nicht stattfindet, weil sie natürlich unbezahlt ist und weil sie etwas ist, was wir erstmal auch zulassen müssen. Ich weiß nicht, wer von euch Ladies hier im Raum auch selber schon mal gedacht hat, warum muss ich eigentlich immer den Sitz komplett nach vorne machen und dann hängt mir der Gurt hier. Und ich muss trotzdem das ganze Ding nach vorne klappen im Sitz. Ja, es liegt daran, dass bis heute nicht vorgeschrieben ist, weibliche Körper, und dazu zähle ich auch kleine Männer, dass sie als Crash-Test-Dummies vorgeschrieben sind. Also das ganze System Unsichtbare Frauen, das Buch hat es gezeigt, ist wirklich auf Männerkörper, auf Männermobilität ausgerichtet. Und ich habe sogar gelernt, letztlich gilt das sogar bis hin zum Fahrradfahren. Es gab bis vor kurzem keine weiblichen Sattel. Frauen, die hochintensiv im Profisport dort tätig waren, haben wirklich Verletzungen in wirklich sehr empfindlichen Bereichen auf sich genommen, weil einfach diese Mobilität ihnen nicht passte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und daher denke ich, dass es gut ist, auf Minderheiten zu achten, um für die Mehrheit was zu schaffen. Und ich habe extra, weil diese Diskussion ja heute nochmal wieder aufgebrannt ist, durch die Äußerungen, die von Cem Özdemir kamen, ich habe extra deswegen diese beiden Charts mitgebracht. Weil es handelt sich um sogenannte Token. Das gibt auch im Rassismus, dass man halt sagt, okay, wir nehmen jetzt diese eine Person raus. Wenn ich hier mal schaue, das ist jetzt vielleicht in der Folie nicht ganz deutlich, prekär verdienende Personen haben den geringsten Autobesitz in Deutschland. Das ist eine Folie vom Digital- und Verkehrsministerium. Will heißen, also die werden wohl solche Statistiken auch nicht fälschen. Und da wird halt deutlich, dass gerade diese PRE benannte Gruppe sehr viel zu Fuß unterwegs ist, nämlich 76% der Wege im öffentlichen Nahverkehr auch eine der größten Gruppen ist und eben diesen Autobesitz gar nicht hat. Heißt aber auch, dass der Autobesitz von den 53% wahrscheinlich sogar bedeutet, dass das Familienbudget belastet wird. Also, dass sie die Einnahmen, die sie generieren, nur mit dem Auto generieren, was sie aber auch bezahlen müssen. Und das sind zwischen 250 und 300 Euro im Monat, wenn man alle Kosten hinzunimmt. Auch dieses Bullshit-Bingo, ja, wenn wir jetzt hier eine autofreie Stadt machen, dann gehen ja alle pleite, stimmt nicht. Es ist auf mehreren Ebenen nachgewiesen und es ist für mich auch logisch, dass FußgängerInnen und RadfahrerInnen mehr Geld dalassen, weil sie einfach eine andere Geschwindigkeit haben, weil sie
verweilen, weil sie vielleicht auch mal Dinge im Vorbeigehen oder Vorbeifahren sehen und anhalten können. Mit dem Auto kannst du das nicht, weil da bist du ja im Strom der Masse und bist jemand, der einfach funktionieren muss in dem Sinne, dass du immer weiter voranschreitest. Und diese 50 km/h, die es ja maximal vielleicht gibt in der Stadt, machen einfach so eine Art ja, Blindheit aus, dass du gar nicht reagieren kannst auf deine Umgebung. Kommen wir mal zu den Lösungen. Rechts oben seht ihr so ein bisschen angedeutet, dass es eine OECD-Studie gibt, dass 100 PKWs etwa ersetzt werden können durch 3 On-Demand-Shuttles. Diese On-Demand-Shuttles gibt es auch schon, die fahren momentan halt noch mit Fahrer oder Fahrerin. Aber wenn die immer fahren und die, ja, die fahren sozusagen poolen durch Daten, die sie halt auslesen, dann wird halt das, was rechts unten ein bisschen anskizziert ist, möglich, dass zum Beispiel aus dem suburbanen Raum mehrere Fahrtenwünsche adressiert werden. Diese Menschen werden in ein Fahrzeug gebracht und dann zusammen zur nächsten S-Bahn oder dem Bahnhof gebracht. Es gibt unglaublich viele Projekte, die da auch schon sehr erfolgreich sind. Der Loop Münster zum Beispiel, Stadtwerke Münster, LEVC, das ist der Fahrzeughersteller vom Landentaxi, was barrierefrei ist. Und Door-to-Door, die machen solche Dinge halt möglich, barrierefrei auf Abruf. Denn der Algorithmus, da hinterlegst du ein Profil, dass du zum Beispiel wie die Dame links jemand bist mit Assistenz unterwegs und auch Hilfe brauchst beim Einstieg, dass zum Beispiel der Algorithmus auch weiß, wenn diese Person zusteigt, braucht es mehr an Zeit, anstatt dass jemand einfach so einsteigt. Und rechts ist der Loop Münster, das ist das London-Taxi. In London darf kein Taxi fahren, ohne barrierearm zu sein. Und das hat da einfach durch die Decke gegangen, das ganze Projekt, weil Hiltrup, das ist ein relativ großer Vorort von Münster, angebunden wurde durch dieses System und die Menschen sich jetzt damit fortbewegen. Das hier seht ihr, das habt ihr vielleicht auch schon mal öfter gesehen, das ist der Bus aus dem Drucker. Das sind kleine Fahrzeuge, die meiner Meinung nach auch eigentlich von der deutschen Autoindustrie kommen könnten, die aber nicht darauf setzt. Und das hier in Deutschland sind ja sozusagen Experimentierfläche für bestimmte autonome Levels. Und ich glaube nicht daran, dass es jetzt morgen kommt, aber es ist auf jeden Fall der Pfad dahin. Und ich möchte davor warnen, alles zu digitalisieren, denn die subjektive Sicherheit ist auf jeden Fall auch immer ein Faktor. Und deswegen denke ich, dass gerade wenn Kernkompetenzen wie in so einem von mir jetzt gerade eben skizzierten Projekt zusammenkommen, dass viel erreichbar ist, dass wir aber auch einander zuhören sollten, und vor allen Dingen ernst nehmen sollten, dass nicht 50 Millionen private Pkw bedeuten, dass es 50 Millionen AutomobilitätsanhängerInnen gibt, sondern dass es eher so ist, dass unser System komplett aufs Auto ausgelegt ist und dass das Auto natürlich ein Safe Space ist, natürlich etwas ist, wo Leute gesellschaftliche Probleme zum Beispiel auch bypassen. Ich aber daran arbeiten möchte, dass diese Menschen auch ohne Auto unterwegs sein können. Und ich glaube, da erreichen wir relativ viel. Und damit wäre ich jetzt am Ende von meinem Input und freue mich auf eure Fragen. Tja, das war sehr beeindruckend. Entschuldigung. Bedanke ich mich mal ganz, ganz heftig und ganz intensiv bei dir, Katja. Das ist ein Schwall von Informationen, den muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich habe da, gebe ich zu, von mir persönlich aus gleich eine Frage. Ich bin ja so ein alter Mann, ich bin 70 und bin ziemlich gehbehindert. Also ich muss nicht im Rollstuhl sitzen, ich kann noch 5 Stiegen rauf oder runter gehen, aber dann ist eher aus. Und hallo? Ja, bin ich jetzt online oder nicht? Katja, hörst du mich? Katja ist rausgefallen. Dann kann ich jetzt die Frage zwar stellen, aber die Katja wird sie nicht hören. Dann, ihr hört mich da draußen am Stream, es tut mir leid, wir haben die Katja verloren unterwegs. Da ist sie wieder, ja. Die Technik ist ein Hund. Katja, hörst du uns? Ja, da ist sie wieder. Shit happens. Ja, wem sagst du das? So, also die Entschuldigung. Here we go again. Ich stelle ja für mich persönlich eine Frage. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gern nach Hamburg mit der Bahn fahren, weil kein Problem. Und mit ein bisschen Geld kann man auch das Taxi oder den Porter oder so hin und her, das geht noch irgendwie. Wenn ich arm bin, bin ich schon aufgeschmissen. Und wenn ich wirklich aufgeschmissen bin, wenn ich der Deutschen Bahn mitteile, dass ich Hilfe brauche,
weil dann darf ich nur im Rollstuhlabteil sitzen, obwohl ich nicht im Rollstuhl sitzen muss. Und wenn dann der Zug in Hanau eingezogen wird, weil Gründe, dann stehe ich mit meinem Gepäck dort und ich reise immer gleich mit seinem Sauerstoffgerät in Hanau am Bahnhof und habe den Matnu. Ja. Und ich denke mir, dass, um zum Punkt zu kommen, also die Inklusion hatscht noch sehr hinterher, um es einmal österreichisch zu sagen. Und was tun wir da dagegen? Ich bin ja nicht der Einzige, der da ausgeschlossen ist, aus verschiedenen Gründen. Also tatsächlich ist es ein total wichtiger Punkt. Ich habe unter anderem mit Kai McQuarrie, den werden vielleicht einige kennen, das ist jemand, der europaweit arbeitet, selber im Rollstuhl sitzt seit 20 Jahren. Und der immer sagt, ich merke diesen Rollstuhl gar nicht mehr. Also er ist auch mit seinen Kids unterwegs, der hat sich so ein Bike gebaut, dass er mit denen auch Rad fahren kann und so weiter. Und er sagt, in dem Moment, wo ich Bahn fahren will, merke ich meine Behinderung. In dem Moment, wo ich fliegen will, merke ich, dass ihr mich behindert. Und der hat auch richtig geschimpft, als ich ihn interviewt habe für mein Buch. Und habe ich gesagt, ich nehme das jetzt entgegen, weil ich bin halt Teil dieser Mehrheitsgesellschaft. Ich bin optisch gesund. De facto bin ich es nicht, aber optisch gesund. Und mich freut es sehr, dass es meiner Meinung nach immer mehr konstruktive Wut gibt von diesen Menschen. Und ich habe auch in den letzten Fernsehformaten, wo ich zu Gast war, gemerkt, dass Menschen, die gesund sind, die weiß sind, die jung sind, das überhaupt nicht auf dem Schirm haben und das auch nicht adressieren. Mein Buch macht die Einladung, ändert nichts an eurer Automobilität, aber schaut auf die Gruppen, die wir jetzt schon zurücklassen. Und das ist mir super wichtig, weil ich auch, genau wie du, feststelle, dass, ich glaube, alles in bester Absicht immer passiert. Aber zum Beispiel der Andi Scheuer mit seinem Verkehrsministerium hatte bis vor kurzem keine Frau in Führung, keinen Menschen mit sichtbarer Behinderung. Und wenn an diesen Tischen, wo unglaublich wichtige Dinge entschieden werden, solche Menschen fehlen, dann kann es nur schiefgehen. Okay, da haben wir noch ein weites Stück vor uns. Ich weiß nicht mehr mein Leben, aber du vielleicht. Wir nehmen aber jetzt mal eine Frage aus dem Publikum. Braucht man in Zukunft noch zwangsläufig einen Führerschein? Also ich bin aufgewachsen, mit 16 kriegst du ein Fahrrad oder ein Moped und mit 18 kriegst du einen Führerschein. Und dann Traktorführerschein noch dazu, wenn du am Land gelebt hast. Ist das halt noch so? Tatsächlich gibt es unglaublich viel medialen Quatsch, sage ich mal. Also, es wird gesagt, ja, die neue Generation, die macht ja überhaupt keinen Führerschein mehr. Das stimmt aber nicht. Auch in der jungen Generation ist die Durchdringung immer noch bis über 90% in Deutschland. Sie machen es aber später, weil es teuer ist. Also es ist ja auch einfach etwas, was du dir auch wiederum leisten musst. Und ich glaube, auch aus den Interviews, die ich so geführt habe, ganz furchtbar, Leuten wurde ein Job nicht gegeben, weil sie keinen Führerschein haben, obwohl sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ganz normal hätten zur Arbeit pendeln können. Da hat der Arbeitgeber aber gesagt, das ist zu unsicher. Also in ganz vielen Köpfen ist tatsächlich der Führerschein so eine Art Legitimationsnachweis, an der Gesellschaft teilzunehmen. Und wenn du ihn nicht hast, das ist so ähnlich, wenn du Silvester kein Alkohol trinkst, dann kommen komische Fragen. Ja, wieso hast du denn keinen Führerschein? Was ist denn dahinter? Das macht so eine Irritation. Und ich glaube tatsächlich, dass wir natürlich heute die Zukunft von morgen gestalten, dass wir aber wahrscheinlich schon noch erstmal gerade im ländlichen Raum auch den Führerschein brauchen, aber nicht verpassen sollten, dass wir das heute schon gestalten müssen für uns, wenn wir auch mal in der Situation sind, dass wir eine Krankheit haben oder das Geld auch nicht haben. Und das ist etwas, wo ich gemerkt habe, zum Beispiel, ich bin auch für den Verkehrsminister in Baden-Württemberg im Beirat, der macht zum Beispiel was ganz Spannendes. Wenn die Leute dort eine Führerscheinausbildung machen, lernen sie eine Stunde lang Carsharing kennen. Also sie kriegen sozusagen so ein bisschen Zwangs-Connection zu so einem Produkt. Und da war ein junger Mensch auch vor Ort und hat gesagt, für ihn ist es so und so klar, er macht den Führerschein, will aber gar kein eigenes Auto haben, sondern Carsharing nutzen. Und ich glaube, für diese Brücke bis zum autonomen Fahren brauchen wir das tatsächlich noch in bestimmten Bereichen. Ich glaube aber, dass es irgendwas ist, wo ich glaube, dass wir irgendwann verstehen werden, dass das Loslassen von dieser Automobilität auch ein echter Gewinn sein kann. Gibt es eigentlich Bestrebungen, den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen? Du hast es schon angesprochen, unsere Leonore Gewessler mit ihrem Österreich-Ticket ist da ein Beispiel. Verkehrsverbünde, da sind ja auch noch jede Menge persönlicher. In Deutschland gibt es ja noch viel mehr als bei uns. Ist da irgendwas im Gange?
Im Gange ist der sogenannte Deutschlandtakt, wo Bahn und andere Verkehre aufeinander abgestimmt werden, weil manchmal landest du ja mit dem Zug irgendwo und musst eine Stunde oder 45 Minuten warten, weil der Bus nicht kommt. Also da wird immerhin mehr gesprochen. Meiner Meinung nach, also und das macht mich auch ehrlich gesagt ein bisschen grell, wenn ich in der Bahn sitze, gibt es ja immer schnell dieses Gemecker, wenn die Bahn zu spät ist oder wie auch immer. Und Stau wird nie so thematisiert. Es gab aber Statistiken in der Vergangenheit, das war natürlich vor Covid, dass Münchner Männer mehr Zeit im Stau verbringen als mit ihren Kindern. Und das sind, glaube ich, diese Vergleiche, die manchmal auch ein bisschen catchen, weil wir so unglaublich devot manchmal auch in diesen Situationen. Es gibt ja Leute, die wirklich jeden Tag im Stau stehen und ich würde das einfach mental nicht aushalten. Ich glaube, wir brauchen einfach eine starke Zivilgesellschaft, die Dinge einfordert. Politik macht nie was, was nicht gefordert wird. Und natürlich habe ich geschluckt, als ich gehört habe, das Verkehrsministerium, Digital- und Verkehrsministerium, geht an die FDP, weil die ja nicht gerade dafür bekannt ist, so bahnaffin zu sein. Ich glaube aber, wenn wir das adressieren und gerade auch für den ländlichen Raum adressieren, die Dinge waren ja mal da, sie sind kaputt gemacht worden. Also gerade nach der politischen Vereinigung von der BRD und der DDR wurden, ich glaube, 40% der Bahnstrecken in Ostdeutschland stillgelegt. Und das waren halt falsche Entscheidungen. Und ich glaube, da, ich gucke immer ein bisschen neidisch nach Österreich, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil da viel entschiedener ja auch Dinge nicht gemacht werden. Auch das gehört ja zu Verkehrswende. Da wird ein Tunnel bei euch ja demnächst nicht gebaut, eine Autobahn wird nicht gebaut, weil einfach gesagt wird, das brauchen wir für die klimapositive Zukunft nicht. Und darum geht es, glaube ich, diese Mechanismen zu durchbrechen und hinzuschauen, was machen wir da eigentlich gerade und gehen wir damit den richtigen Fahrt. Es gibt dieses One more lane will fix it, aber Verkehr macht Verkehr. Das ist einfach so. Ja, in Österreich bauen wir Atomkraftwerke und nehmen sie dann nicht in Betrieb. Ja, das ist ziemlich kostenintensiv auf die Dauer. Das Planung, glaube ich, würde helfen. Beim Thema Planung, mir fällt immer auf, müssten wir da nicht viel radikaler werden? Weil, warum müssen alle Schulen Punkt 8 in der Früh anfangen? Ja? Warum müssen alle Büros Punkt 9 in der Früh arbeiten? Warum muss ich, der gerne am Abend bis um 11 arbeitet, mit völlig Tramhappert, wie das so schön heißt, um 8:30 durch die Tramwehr stolpern, weil mein Arbeitgeber mittels sich um Punkt 9 am Schreibtisch sitzt und dort schlafe? Was passiert da? Ist da überhaupt eine Denke unterwegs? Wo gehen da die Ansätze hin? Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass das alles sehr fragil in dem Sinne ist, dass alles so voneinander abhängt. Ich habe bei mir in der Straße, wo ich wohne, eine Grundschule. Und wenn die Kids eingeschult werden, habe ich immer so Mitgefühl, weil da so kleine Ladies und Burschis völlig übernächtig daher tapsen und man merkt genau, es ist gegen ihren Biorhythmus. Also ich glaube, dieses 9-to-5, was wir haben, das kommt ja interessanterweise auch aus der Zeit der Industrialisierung. Das hat ja mit wissensarbeitenden Jobs und so weiter gar nichts zu tun. Aber die Welt tickt so. Und genau was du sagst, in Holland gibt es zum Beispiel ein Recht auf Homeoffice ab einem Betrieb von, ich glaube, 26 Leuten und einer gewissen Betriebszugehörigkeit, die auch nicht gerade lang ist, hast du ein Recht darauf, von zu Hause aus zu arbeiten und dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin, die auch das Büro entsprechend einrichtet. Meine Idee wäre zum Beispiel, die ganzen Sachen, die wir in der Stadt haben, wie zum Beispiel Coworking Spaces, ins Land zu bringen und zu sagen, okay, es gibt bestimmte Arbeitgeber in Frankfurt meinetwegen, die sprechen mal miteinander, woher kommen eigentlich unsere Leute? Und müssen sie noch jeden Tag ins Büro fahren oder machen wir so einen Socializing Day einmal die Woche? Und ich glaube, das alleine würde zum einen Zeit freisetzen, Kosten freisetzen und es würde auch vor allen Dingen freisetzen, in der Stadt selber vielleicht mal auch andere Formen von Zusammenleben zu generieren. In Paris ist ja diese 15-Minuten-Stadt zum Beispiel ein Ziel, dass man wieder zurückgeht, dass man Viertel hat, die gesund sind, wo du die Dinge des täglichen Bedarfs erledigen kannst. Und ich glaube, die Bestrebungen sind etwas, wo wir aus der Komfortzone erstmal raus müssen, weil Routinen sind unglaublich schwer zu verändern. Aber ich glaube, wenn, so wie ich zum Beispiel gestresst bin, wenn ich vom Elbtunnel mit meinem Mietwagen stehe und denke, oh Gott, was könnte ich in der Zeit gerade machen? Jetzt halte ich so ein Lenkrad in der Hand, dass man einfach vielleicht andere Wertigkeiten entdeckt und einfach schaut, ich kann im Zug arbeiten, schlafen, essen, rumgehen, pieseln. Kann ja, sehr viele Dinge. Wenn das Lenkrad funktioniert, ja.
Deutsche Bahn lässt grüßen, ja. Ja, wobei das ist ja ehrlich gesagt in Deutschland auch nicht nur Deutsche Bahn Problem, sondern auch unser Problem mit guten Netzen. Das auch, ja. Da kommt eine gute Frage gerade rein. Glaubst du, wir haben ein Bequemlichkeitsproblem? Ja. Und das beginnt an den Tischen von Ministerien und es endet am Frühstückstisch. Natürlich setzen wir uns nicht morgens hin und sagen, wie mache ich denn heute mal meine Mobilität? Sondern ich mache das, was ich immer schon mache, weil ich als Mensch ja auch da hingetrieben werde, Routinen zu pflegen, weil Routinen verursachen, ich muss nicht nachdenken. Und das Ding, was wir hier oben drin haben, verbraucht ja 40% der Energie. Und da wir noch ein bisschen Neandertal sind, sagen wir, nee, also Energieverbrauch ist doof. Mach einfach, was du bisher gemacht hast. Und ich adressiere das mittlerweile nicht mehr, aber ich glaube, es ist natürlich ganz klarer Teil von Verkehrswende, dass Leute ehrlich zugeben, mein Auto ist Status, mein Auto ist bequem für mich, schädlich für andere. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, wie es anderen damit geht. Und ich war mit einem Journalisten unterwegs in meinem Viertel in Hamburg und der hat wirklich manchmal Tränen gelacht, wenn ich neben diesen riesigen Camping-Vans, also bei mir kaufen sie sich gerade alle so Häuser, um die vor die Häuser zu stellen. Und er meinte, du siehst aus wie 40 Zentimeter groß. Aber was ist mit einem Kind, was 90 Zentimeter ist? Wie bewegt sich dieses Kind durch unsere Stadt? Und das sind Sachen, wo ich glaube, da helfen manchmal einfach die Perspektiven, die zu wechseln. Welche Folgen hat meine Bequemlichkeit eigentlich für andere? Na gut, das mit dem Statussymbol ließe sich wahrscheinlich noch einfacher ändern. Außerdem muss es ja nicht so sein, dass die kleinen Autos immer die unbequemen sind. Früher war es ja immer geheißen, ein dickes Auto, dann ist es bequem, ich gebe ja zu, ich stehe auf meine Bequemlichkeit. Aber es ist, da kommt dann die Frage auf, war irgendwie die Verkehrswende nicht auch mit, die Autos müssen kleiner und leichter werden und dabei besser und bequemer, oder da war doch irgendwas? Du, das ist doch der Markt. Der Markt regelt das doch alles. Also da können wir doch gar nichts dran tun. Die Leute wollten SUVs, sie haben noch nicht mal geahnt, dass sie es wollten. Jetzt wollen sie es halt. Und es beginnt ein Wettrüsten auf der Straße. Tatsächlich, ich habe auch einen Talk dazu gemacht, kleine elektrische Mobile werden nicht gefördert. Zum Beispiel gibt es Mini-Autos, die nur 700 Kilogramm wiegen, die für die Stadt total ausreichend sind. Der Microlino, die neue Isetta sozusagen, die Knutschkugel. Und das ist zum Beispiel sogar ein Auto, wo du ähnlich wie beim SUV, was ja immer gesagt wird, so eine hohe Sitzposition hast, weil du machst ja die Klappe nach vorne auf und kannst sozusagen sehr, also ohne Barriere nach außen treten. Diese ja tolle Autogeschichte wird aber nicht subventioniert von Deutschland, weil es halt Schweizer sind, die das bauen. Und die hatten sogar eine Förderzusage bekommen vom Verkehrsministerium damals und dann wurde aber gesagt, naja, ihr habt aber in Deutschland keine Konkurrenz. Und er so, ja, nee, dann können wir euch nicht fördern. Ihr seid zwar voll elektrisch, ihr löst bestimmt auch Sachen, aber wenn wir keine deutschen Autos in dem gleichen Segment verkaufen können, dann kriegt ihr keine Förderung. Und das ist dieses Ding, follow the money. Also es gibt unglaublich tolle Dokumentationen mittlerweile, auch der Dieselskandal ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Und ich glaube, das sind halt Sachen, wo ich einfach meinen Hut ziehe, wie gut da Lobbyismus gemacht wird, wie gut da PR gemacht wird und wie wenig wir mittlerweile als Deutsche auch hinterfragen, ist der Status quo eigentlich etwas, was wirklich natürlich entstanden ist oder aufgrund von bestimmten Dingen in Politik und Industrie? Da stelle ich jetzt noch, wir kommen langsam dem Ende näher, aber ein paar Fragen gehen sich noch aus. Da stelle ich jetzt mal eine ketzerische Frage. Sollte man das dann, weil wir sind ja der Meinung zum Beispiel, dass man so Dinge wie elementar zum Leben notwendig sind, dem Markt entziehen soll und der öffentlichen Verwaltung unterstellen. Ja, das wurde bei der Post damals so gemacht und beim Telefon. Bei den Netzen ist es schon nicht mehr der Fall, sodass du, wenn du so wie ich am Land lebst, ist gleich mal aus mit Bandbreite und du hast viel Geld und hast irgendeinen Satelliten, so wie wir das können. Sollte man das Carsharing-Pools und Automobil entwickeln, sollte man das nicht der Automobilindustrie wegnehmen? Ich glaube tatsächlich, also das größte Problem haben viele auch zum Beispiel mit Volkswagen, weil das Land Niedersachsen daran ja beteiligt ist, ein Bundesland ist an einem Automobilkonzern beteiligt, finanziell. Und wie unabhängig lassen sich da noch Entscheidungen generieren, wenn dem so ist? Deswegen habe ich auch diesen Begriff der Community in meiner Präsentation gehabt. Ich bin einfach totaler Fan davon,
dass Gelder, die wir haben und die wir tatsächlich gerade ins Auto schießen, die Schienenallianz hat berechnet, es sind 141 Milliarden jedes Jahr an Folgekosten. Dazu gehören leider die Verkehrstoten, so hart wie es klingt, das ist auch volkswirtschaftlich relevant. Dazu gehört alles an Umweltzerstörung. Und ich glaube, wenn wir da mal einfach eine ehrliche Bepreisung geben, weil was mich immer wieder erreicht und wo ich auch ganz, ganz viel Verständnis habe, ist, wenn Leute sagen, ganz ehrlich, Katja, ich lebe schon immer ohne Auto. Ich mache das hier mit dem Rad, ich gehe zu Fuß, ich nutze ÖPNV. Was habe ich da eigentlich von? Außerhalb, dass ich mich als besserer Mensch fühle, werde ich nicht belohnt. Eine Dame im Interview, die im Rollstuhl sitzt, hat gesagt, es gibt so Geräte, da kann sie drauffahren. Mit dem Rollstuhl hat sie so eine Art Moped. Und könnte total autark unterwegs sein. Das kostet 5.000 Euro. Die kriegt sie nicht. Aber wer kriegt 9.000 Euro? Leute, die sich ein Elektroauto kaufen. Und das ist sowas, wo ich gar nicht unbedingt jemandem was wegnehmen will, sondern Gleichberechtigung möchte. Warum darf diese Frau nicht so ein Hilfsgerät bekommen, wo super viele Probleme für sie gelöst werden, während wir einfach so viel Geld in diese Automobilität bringen, die momentan vor allen Dingen Besserverdienenden hilft? Wobei man, wenn man gemein ist, sagen muss, die 5.000 Euro, die das Ding kostet, gehen 3.000 an den Vertrieb und an die diversen Kanäle. Und beim ja, Auto. Beim ist das, Auto ist es eben so, ja. Also auch da könnte man noch arbeiten. Ja. Ja, wir kommen langsam zu einem Ende. Wir gehen dann vielleicht auch noch in den Breakout Room, aber fangen wir noch ein paar Fragen. Eine Frage nochmal hier. Du hast es vorhin schon angesprochen. Was können wir tun? Was kann eins individuell tun, um an der Autokorrektur Hashtag mitzuwirken? Ich muss es noch machen. Ich werde ja immer wieder in etwas, ja, wie soll ich sagen, Grabenkämpfe reingezogen. Ich muss es noch machen. Ich will auf meiner Website auf jeden Fall eine Seite machen, wo ihr Lösungen findet. Also wo ich recherchiert habe, das kann auch wachsen, da kann auch jeder sich melden und jede. Das wird im Buch halt ein QR-Code ganz klassisch sein, dann kommt ihr auf diese Seite und sie wird aber auch öffentlich zugänglich sein. Ich glaube, was ihr machen müsstet, ist einfach Verbündete suchen, Banden bilden. Und das hat für mich selber eine unglaubliche Wirkung auch im Sinne der Selbstwirksamkeit. Ich habe immer dieses Beispiel bei mir im Viertel, habt ihr jetzt ja schon so ein bisschen kennengelernt durch meine Schilderung, hohe Range Rover-Dichte, hohe Geländewagen-Dichte, ganz viele FörsterInnen und Alpinistinnen. Und da gibt es freiliegende Wurzeln. Ein Freund von mir ist Baumpfleger und sagt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sich da Gewicht draufstellt, weil diese Wurzeln auch aus dem Grund da sind. Und ein kleines Mädchen hat, weil da immer drauf geparkt wurde, auf so einer Wurzel von so einem Baum, um diesen Baum einen Feengarten installiert. Das ist so ein kleiner Zaun, so eine Liegematte, so ein bisschen Garten und so ein kleiner Postkasten, wo steht Fee oder irgendwie so. Und der Typ, und es war ein Typ, habe ich gesehen, der parkt da nicht mehr. Weil er natürlich diesen kleinen Zaun von Playmobil nicht überfahren will, weil er nicht der Arsch sein will, der so einem kleinen Mädchen sowas kaputt macht. Und das ist für mich das krasseste Symbol, wie wenig manchmal hilft, dass Routinen sich verändern, dass man einfach zeigt, nee, also wir wollen hier eine schöne Nachbarschaft, das gehört nicht dazu, dass du hier so parkst. Billetbanken, ja, da bin ich immer dabei. So, wir bedanken uns einmal ganz wunderbar bei dir für diesen Vortrag hier und ich bitte einmal um einen virtuellen Applaus, wir sind jetzt beide nicht mehr da.